ja, ich bin dann irgendwie, bin ich dann auf Bahn 1, auf der Innenseite habe ich mich da durchgemogelt, ja, bin als erster bei Olympischen Spielen im Vorlauf auf die Zielgerade, ja, gekommen und habe das dann sogar bis ins Ziel gebracht. Ja. Und das war enorm, so das erste Mal bei den ganz, ganz Großen mit dabei sein, vor so einem Publikum und dann noch zu der Zeit quasi den Lauf seines Lebens, ja, abliefern. Ja. Herzlich willkommen bei Mein Athlet, dem deutschen Leichtathletik-Podcast bei Spotify, iTunes und Co. Mein Name ist Benjamin Brömme und ich freue mich jetzt auf unsere erste Folge. Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Mein Athlet. Mein erster Gast ist der dreifache Olympiateilnehmer und dreifache deutsche Meister über 400 Meter, Kamge Gaber. Grüß dich, Kamge. Hi. Es freut mich riesig, dass du direkt in meiner ersten Folge mein erster Interviewgast bist. Für die, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, du warst über ein Jahrzehnt einer der erfolgreichsten deutschen 400-Meter-Sprinter. Ich hatte es ja eben schon angesprochen, du bist dreifacher deutscher Meister, warst bei den Olympischen Spielen in Athen, Peking und auch in London und deine Bestzeit steht bei unglaublichen 45,47 Sekunden über die Viertelmeile. Und bei so einer beeindruckenden Bilanz muss ich natürlich fragen, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Ja, zur Leichtathletik bin ich gekommen. Ich muss sagen, davor habe ich ein Jahr Judo gemacht. Das hat mir dann aber irgendwann gar nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich Hausaufgaben mit nach Hause bekommen habe. Vom Judo-Training? Ja, ja, ich sollte die Ausdrücke von den verschiedenen Griffen und Würfen sollte ich irgendwie lernen und das war dann nichts für mich. Und dadurch, dass es ja damals in der Schule auch die Bundesjugendspiele gab und ich da immer mit gar nicht so viel Aufwand eine Ehrenurkunde stolz mit nach Hause gebracht habe, hat dann damals meine Mutter vorgeschlagen, ich könnte ja mal in so einen Leichtathletikverein gehen. Sind wir damals zur SKG Frankfurt und damals der Trainer, das war noch der Herr Koch. Und da habe ich dann mal mitgemacht. Da war dann auch jemand, den ich schon kannte, über einen damaligen Schulkamerad und hat mir super gefallen und da bin ich dann gleich dabei geblieben. Also das war dann direkt von Anfang an besser als Judo? Ja, genau, das auf jeden Fall. Welchen Gurt hast du? Im Judo hast du einen Gurt gemacht, oder? Ja, ich habe die erste Prüfung gemacht und das ist, das war so ein gemischter Weiß-Gelb. Ja. Also nach dem Weißen kommt ja eigentlich der Gelbe und das war aber so ein Zwischending und okay, das war dann so ein Weiß-Gelb gestreifter. Und bei deiner Körpergröße, warst du damals auch schon so groß? Oder? Ja, nicht so groß wie jetzt. Ja. Aber ich war schon, ich sag mal, wenn wir alle in einer Linie gestanden haben, dann bin ich da schon rausgerackt. Und okay. Deswegen, also es war ja auch so in dem Judo, dass ich dann aufgrund meiner Größe und körperlichen Voraussetzungen dann schon bei den Älteren mitgemacht habe. Okay. Und da hatte das Ganze schon einen ganz anderen Charakter und war nicht einfach nur Spaß. Und dann hast du dich entschieden, zur Leichtathletik zu gehen. Genau. Und warst du dann von Anfang an 400-Meter-Sprinter, also bist du ins Training gegangen und hast gesagt, ich will die Viertelmeile laufen oder wie ging das Ganze dann los? Nee, das war ja am Anfang, ich wusste ja gar nicht, was ich gut kann und was nicht. Wobei ich wusste, dass ich relativ schnell laufen kann. Aber in der Leichtathletik, da gibt es ja so viele unterschiedliche Disziplinen und ich hatte zu der Zeit auch nicht irgendwie ein Vorbild, wo ich gesagt habe, das möchte ich auf jeden Fall auch mal machen. Insofern habe ich erstmal all das gemacht, was in Frage kam. Und das war bei meinem ersten Wettkampf. Da bin ich 50 Meter gelaufen, habe da sogar gleich gewonnen. Das war in Karlbach noch. Und Weitsprung hatten wir und ich glaube sogar Hochsprung auch noch. Also so diese Sprint-Sprung-Disziplinen, das waren schon von Anfang an so meine Stärken. Und da habe ich kreuz und quer alles ausprobiert. Und wieso hast du und wann hast du dann irgendwann gesagt, die 400, das ist meine Strecke, ich konzentriere mich jetzt da drauf? Gab es da irgendwie einen Wettkampf oder hat sich das aufgrund der Leistung gezeigt? Das war so, dass ich habe ja irgendwann dann mit dem Zehnkampf angefangen. Mein erster internationaler Wettkampf war ja die U18-Weltmeisterschaft in Ungarn. Dort bin ich beim Achtkampf nämlich an den Start gegangen. Da gab es noch keinen Zehnkampf für die Altersgruppe. Und da hat sich immer schon gezeigt, dass ich über 400 Meter ziemlich stark bin.
Und damals auch noch mit einem geringen Aufwand. Also dadurch, dass man sich ja auf so viele Disziplinen konzentriert hat, war jetzt der 400-Meter-Lauf nicht so im Fokus. Und ich bin dann irgendwann aufgrund meines Wachstums, habe ich ziemliche Knieprobleme gehabt und konnte dann auch viele Disziplinen erstmal nicht trainieren. Und mein damaliger Trainer, der Daniel Limburger, der hat dann vorgeschlagen, dass wir uns auf die deutschen Meisterschaften im 400-Meter-Lauf vorbereiten. Das waren knapp 2 Monate vor den deutschen Meisterschaften. Ganz schön knapp. Genau, aber da hatten wir dann wenigstens ein Ziel. Und als Zehnkämpfer, der keine Sprungdisziplin und sogar manche Wurfdisziplinen, Kugelstoßen, da hatte ich da auch immer so Knieschmerzen. Und da habe ich gemeint, ja komm, wir probieren das einfach mal aus. Ja. Und das hat dann auf Anhieb, hat das geklappt, da bin ich gleich deutscher Meister geworden. Und da wusste ich auf jeden Fall 400 Meter, da bin ich gar nicht so verkehrt aufgehoben. Da hat das Feuer dann angefangen zu brennen. Richtig, richtig. Und bin dann da auch ja, mehr oder weniger fast 2 Jahre so zweigleisig gefahren. Habe Mehrkampf trainiert und etwas verstärkt die 400 Meter und hatte dann aber irgendwann keine Lust mehr drauf, weil ich mir gesagt habe, ich muss mich jetzt für eine Sache entscheiden, ganz oder gar nicht. Und die 400 Meter, die fand ich da einfach attraktiver und ja, da bin ich dann dabei geblieben. Und jetzt so im Rückblick, was war dein größter Wettkampf? Also wenn du dich zurückerinnerst, der, bei dem du die meisten Emotionen heute noch hast? Das ist schwer. Also da gibt es 2 Rennen. Einmal war das der Vorlauf bei meinen ersten Olympischen Spielen 2004 in Athen. Da bin ich an 2. Position gelaufen. Ingo Schulz damals war unser Startläufer, hat dann ja eine relativ gute Position das Staffelholz an mich übergeben. Und in der 2. Kurve von 200 bis 300 Metern, da war, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr aus welcher Nationalität, aber ich war nicht ganz vorne. Und da hat sich dann auf der Innenbahn eine Lücke aufgetan, weil die Konkurrenz wahrscheinlich gedacht hat, umso weiter man nach außen geht, umso schwerer wird es von außen zu überholen. Und ich bin dann irgendwie, bin ich dann auf Bahn 1, auf der Innenseite habe ich mich da durchgemogelt, bin als erster bei Olympischen Spielen im Vorlauf auf die Zielgerade gekommen und habe das dann sogar bis ins Ziel gebracht. Ja. Und das war enorm, so das erste Mal bei den ganz, ganz Großen mit dabei sein, vor so einem Publikum und dann noch zu der Zeit quasi den Lauf seines Lebens abliefern. Also da denke ich noch gern zurück. Und das 2. Rennen, was eigentlich von Emotionen kaum zu übertreffen war, das war 2014 bei den Europameisterschaften in Zürich, das Halbfinale, wo ich als 2. ins Ziel gekommen bin und wusste, dass ich es jetzt zum ersten Mal bei den Aktiven über 400 Meter in ein Finale geschafft habe, bei einem internationalen Feld. Und also da habe ich mich mega gefreut. Und den Lauf, den schaue ich mir auch heute noch sehr, sehr gerne an. Ja, das glaube ich. Gibt es denn eigentlich einen großen Unterschied zu nationalen Meisterschaften oder Meetings in Deutschland, zu diesen großen internationalen Meetings oder den Olympischen Spielen und den Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, von dem ganzen Prozedere vor Ort, der Vorbereitung? Oder würdest du sagen, im Prinzip als Athlet bereitet man sich dann am Wettkampftag genauso darauf vor, als wären es die Deutschen? Oder sind da die Abläufe so komplett anders und man muss da erstmal reinschnuppern bei den ersten Olympischen Spielen oder bei der ersten EM, dass man erst ein Feeling dafür bekommt, wie man da dann am besten an den Start geht? Ja, also das Rennen an sich ist eigentlich immer dasselbe. Also ob man jetzt am Anfang der Saison irgendwo hier in einem kleineren Ort so ein Sportfest mitmacht oder jetzt bei den Olympischen Spielen. Ich meine, die Wichtigkeit ist natürlich eine andere und dessen ist man sich auch bewusst. Aber das Rennen an sich, so das Rennmodell, das ist dann immer dasselbe. Aber das Ganze drumherum ist natürlich ein Riesenunterschied. Wenn ich jetzt zu einem Sportfest fahre, dann kann ich mir so den Ablauf selber gestalten. Ich weiß, ich habe zu einer gewissen Uhrzeit einfach mich am Start aufzufinden und dann geht das Rennen los.
bei Olympischen Spielen, da hat man so viele Zeiten einzuhalten. Man muss deutlich früher anfangen mit der Vorbereitung, weil man dann einen ersten Aufruf hat, bis es in den Callroom geht. Dann gibt es nochmal einen zweiten Aufruf, dann ist man im Callroom. Dort wird nochmal alles überprüft, ob die Startnummer richtig drauf ist, vorn und hinten. Ob verbotene Werbung irgendwo am Körper platziert ist. Ob die Spikes die richtige Länge haben, also jetzt die Nägel unten dran. Und da geht einfach nochmal viel Zeit drauf. Da muss man dann auch immer schauen, dass man sich warm hält. Dann hat man oft nochmal so einen kleinen Zwischenbereich, wo man nochmal ein paar Abläufe machen kann, nochmal so ein bisschen die Muskulatur zucken lassen kann. Und dann geht es rein ins Stadion. Und man muss einfach also es gibt sehr, sehr viele Regeln, an die man sich halten muss. Und das ist so der große Unterschied. Du warst ja in Athen, in London und in Peking bei den Olympischen Spielen. Und was würdest du sagen, waren die Spiele mit der besten Stimmung oder auch der besten Organisation vor Ort? Boah, das ist schwer. Das ist echt schwer. Also ich muss sagen, in Peking, wenn ich jetzt so die Organisation auf das Olympische Dorf beziehe, fand ich es sehr, sehr gut. Wobei London war jetzt auch nicht so verkehrt. Das war in Athen, hatte man so das Gefühl, dass man in das Olympische Dorf eingezogen ist und das noch gar nicht fertig ist. Ja. Also da wurden, glaube ich, so die Zeiten, die haben sich da etwas verzockt. Aber so Athen, das waren, also emotional waren das für mich die schönsten Spiele. Ja. Ja, aber ansonsten alle drei waren irgendwie unterschiedlich und so jetzt zu sagen, welches die besten waren, genau, das wird schon schwer. So, wir haben uns ja jetzt ein bisschen über die Highlights deiner Karriere unterhalten, also über die Wettkämpfe, an die du dich gerne zurückerinnerst. Gibt es denn auch welche, an die nicht mehr so viele Gedanken verschwenden möchtest? Ja, also da würden mir jetzt spontan drei einfallen. Ich würde aber jetzt mal auf zwei davon näher eingehen. Okay. Und zwar einmal, was so emotional eine riesengroße Enttäuschung war, waren meine letzten deutschen Meisterschaften 2016. In Kassel waren die. Und ich wusste für mich, also ich hatte das mit niemandem außer mit der Familie vorher groß besprochen, dass ich danach auch meine Karriere beenden werde. Und deswegen war das für mich umso wichtiger, auf jeden Fall eine Medaille bei den Meisterschaften zu erzielen. Und am Ende ist es dann Platz 4 geworden. Und gerade bei den Meisterschaften in Kassel war es so, dass die Siegerehrung zum ersten Mal nicht unten auf der Ebene des Sportplatzes durchgeführt wurde, sondern die Siegerehrung, die war deutlich erhöht im Publikum. Da haben die irgendwie ein Podest aufgebaut und das war dann irgendwie nochmal was Besonderes. Und in dem Moment zu sehen, dass die Siegerehrung diesmal anders stattfinden und zu wissen, dass ich nicht dabei bin und so mein Ziel nicht erreicht habe. Und dass eben auch die letzten Meisterschaften sein sollten. Genau. Das war schon sehr schmerzhaft. Und und das Rennen, also auf den letzten 100 Metern, da wusste ich, dass ich da jetzt so viel nicht mehr gegenwirken kann. Und ich war halt leider auch nicht in der entsprechenden Form. Und da kommen wir auch gleich zu dem zweiten Beispiel von den Rennen, an die ich mich ungern erinnere. Und zwar war das in derselben Saison das erste 400-Meter-Rennen, und zwar in Herzogenaurach. Ich bin im Vorfeld 300 Meter gelaufen in Blitzhausen und war dort phänomenal drauf. Ich bin dort eine 32,65 gelaufen, fast eine halbe Sekunde schneller als im Jahr, bei denen ich es ins Finale geschafft habe bei den Europameisterschaften. Dementsprechend, also gute Voraussetzung. Ja, hat man dann sehr viel erwartet gleich. Ja. Ne? Und dann in Herzogenaurach ist es so gekommen, dass ich dann in der Startkurve mir einen Muskelfaserriss zugezogen habe und dann auch zum ersten Mal richtig gestürzt und aus der Bahn rausgekugelt. Ja. Und da wusste ich dann auch, dass mit der Saison jetzt schwer wird. Aber das sind so eigentlich die zwei Rennen, an die ich mich ungern erinnere. Ja, wenn man nach so einer Verletzung dann erstmal zurückkommt und quasi im Aufbautraining ist, dann gibt es ja mit Sicherheit auch Trainingseinheiten, die da im Aufbau mehr Spaß machen, aber mit Sicherheit auch welche, die weniger Spaß machen. Was ist denn so dein Hasstraining gewesen? Wo du wusstest, okay, das steht jetzt auf dem Plan heute, ich bringe es einfach hinter mich und bin dann aber froh, wenn ich wieder zu Hause bin.
Nein, das gibt's auf gar keinen Fall. Also ich liebe die Leichtathletik und ich habe mich über jedes Training so dermaßen gefreut. Nein, also es ist natürlich gibt es Trainingseinheiten, die mehr Spaß machen. Ja, aber also grundsätzlich so die Sprint-Trainingseinheiten, die haben eigentlich immer Spaß gemacht. Weil das auch einfach so eine Stärke von mir war im Vergleich jetzt zu einem Ausdauertraining. Ja. Ausdauer ist nie meine Leidenschaft gewesen und wird es mit Sicherheit auch nie werden. Aber selbst da, wenn man jetzt so einen Ausdauerblock hat und man merkt, dass man sich von Training zu Training verbessert, dann kann auch mal so eine Ausdauereinheit Spaß machen. Aber ansonsten grundsätzlich kann ich sagen, so Sprint und Krafttraining, das sind so die Trainingseinheiten, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Okay. Und natürlich, wenn es dann Richtung Wettkämpfe geht und so die ersten schnelleren Läufe anstehen, die dann schon ziemlich nah dem Wettkampftempo sind, weil das dann auch meistens gar nicht so viele sind, mit großen Pausen, da ist dann auch viel Zeit, um sich zwischen den Einheiten zu unterhalten und ein bisschen mit den Trainingskollegen zu quatschen. Ja, du hast ja eben schon mal über deine letzten deutschen Meisterschaften gesprochen und da wäre meine Frage, wann hast du eigentlich den Entschluss gefasst, deine Karriere zu beenden? Du warst ja relativ lange Leichtathlet und wann hast du gesagt, jetzt reicht's, ich möchte mal was Neues machen? So genau kann ich das ehrlich gesagt gar nicht sagen. Wann so dieser Gedanke entstanden ist, dann jetzt wirklich den Entschluss zu fassen und mit dem Leistungssport aufzuhören. 2016, das ist halt so ein Jahr gewesen, da gab es einfach nochmal alles. Da gab es noch eine Europameisterschaft, es gab auch Olympische Spiele. Und als ich das erste Mal bei Olympischen Spielen dabei war, habe ich gesagt, ich möchte das unbedingt nochmal machen. Ja. Das hat geklappt. Dann habe ich mir gesagt, naja gut, dann machen wir doch noch dritte Spiele draus. Ja. Das hat auch geklappt. Und dann dachte ich mir, naja, mein Gott, ne, bis jetzt hat das alles so gut geklappt. Versuch doch Nummer 4 draus zu machen. Und das war halt dann so ein großes Ziel, und worauf man dann hingearbeitet hat. Aber so dann für die Folgejahre, so 2017, hatte ich gar nicht mehr so die großen Ziele. Okay. Und ich habe dann auch, das ging 2015, fing das schon an, dass ich mir so Gedanken gemacht habe, ob ich noch so viel Spaß an dem Sport habe, wie ich ihn bisher immer hatte. Es sind ja auch so, Trainingsgruppen verändern sich. Und wenn man quasi den Großteil seiner Zeit oder Lebens, wie man es nennen möchte, wenn man dann zweimal am Tag im Training ist und so mit der Trainingsgruppe verbindet, dann will man natürlich auch Spaß haben. Also es geht jetzt nicht nur darum, ständig nur Leistung zu bringen, sondern der Spaß, finde ich, oder das war für mich immer der Punkt, der das Ganze dann so einfach gemacht hat. Ich wusste, wenn ich Spaß habe, dann mache ich die Sache gern und dann wird es ja auch gut. Ja. Und das hat mich letzten Endes immer angetrieben. Und das ist halt die Jahre, es ist dann leider immer etwas weniger geworden. Auch wenn dann irgendwelche Staffelrennen anstanden und das Team. Ich war dann irgendwann der Älteste und das jetzt nicht unbedingt mit 1-2 Jahren, sondern da waren schon ein paar mehr Jahre dazwischen. Ja. Und wenn man dann gerade so als Staffel auch Freizeitgestaltung nicht immer so denselben Nenner hat und bei manchen Themen irgendwie komplett raus ist und auch der Humor dann teilweise ein anderer ist, und da habe ich dann angefangen, so einiges in Frage zu stellen und bin dann da auch nicht mehr so ganz rausgekommen. Und okay. Dann stand für mich dann irgendwann fest, ich bin ja dann 2015 auch Papa geworden. Und mein Sohn, der war 3 Monate alt, da war ich dann 1 Monat im Trainingslager. Ja. Oder ja, knapp, also 3,5 Wochen. Was ich fand, zu dem Zeitpunkt dann eine ziemlich lange Zeit. Wenn man das jetzt mal auf die aktuelle Lebenszeit meines Sohns runterrechnet, dann war ich da schon ein Viertel seines Lebens in einem Trainingslager. Und da verändert sich ja auch viel bei so einem kleinen Kind. Genau, genau. Und gerade am Anfang, da passiert so viel. Also jeden Tag hat der Kleine was Neues gelernt. Und ich hatte dann auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht da sein kann. Ja. Natürlich auch meiner Frau gegenüber, dass sie sich in dem Zeitpunkt ganz alleine um alles kümmern muss. Und mit dem Gedanken konnte ich mich einfach nicht so sehr anfreunden. Und dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass ich jetzt 2016 nochmal alles, was vorhanden ist, quasi investiere, um noch ein schönes letztes Jahr zu haben. Und dann kann ich mit gutem Gewissen aufhören.
Ja, da hast du ja einen Großteil deines Lebens der Leichtathletik gewidmet. Was macht man nach so einer Lebensphase? Was machst du heute? Also, als ich damals aufgehört habe, kam ein sehr, 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 sehr schönes Jahr. Und zwar dadurch, dass ich noch bei der Bundeswehr war, hatte ich mehr oder weniger das große Vergnügen, ein Jahr komplett für die Familie da zu sein. Ich habe meinen Sohn ein Jahr lang beobachten können beim Aufwachsen, konnte ihm viele Dinge beibringen, konnte meine Frau unterstützen in jeglicher Hinsicht und habe das auch wirklich genossen. Der Plan war, dass ich das Jahr nutze, um Anschluss in die Berufswelt zu finden. Als ich den Sport gemacht habe, habe ich mich immer sehr auf den Sport konzentriert und von allem anderen wollte ich relativ wenig bis gar nichts wissen. Bedeutet, ich habe auch nicht irgendwie nebenher groß studiert. Ich war immer so ein Typ, das, was ich gerade mache, das will ich sehr gut machen und alles andere interessiert mich wenig. Und das hat dann auch geklappt in dem Jahr. Ich habe dann ein Jobangebot bekommen als Clubmanager in einem Fitnessstudio und quasi als Trainee. Dort habe ich dann angefangen im September 17 und die Trainee-Zeit, die ging ein halbes Jahr und danach habe ich dann auch einen eigenen Club übernommen und es macht Spaß. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes. Ich muss auch oft an den Sport zurückdenken und sag mir, das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit, die man dann eigentlich doch vermisst. Aber klar, ich wusste, dass das nicht ewig so weitergehen kann und bin sehr froh, dass der Übergang so nahtlos stattfinden konnte. Und hast du da die Möglichkeit, für dich ab und zu nochmal zu trainieren, wenn du Leiter eines Fitnessstudios bist? Ja, ich muss sagen, ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt, was so den Sport angeht. Ich meine, ich sitze direkt an der Quelle, mache aber tatsächlich doch deutlich weniger, als ich gerne machen würde. So ein Job, wo man dann 8 Stunden wirklich was zu tun hat, es dann auch mal Tage gibt, wo es 9 bis 10 Stunden werden können. Da ist es dann einfach so, wenn man Feierabend hat, dann möchte man dann auch nach Hause. Gerade auch, wenn der Sohn dann geht meistens so gegen 8 ins Bett und möchte man ja dann doch nochmal sehen. Ja. Nicht, dass man irgendwann spät abends nach Hause kommt und der Tag ist einfach gelaufen. Also so wichtig ist der Sport dann auch nicht, dass ich sage, Hauptsache ich mache meinen Sport und alles andere muss warten. Mhm. Insofern, wenn es sich einrichten lässt, dann mache ich es sehr, sehr gerne. Ich sag mal so zwischen 1 bis 3 Mal die Woche. Das ist momentan realistisch und bin froh, dass ich wenigstens noch ein wenig Zeit dafür finde. Und was würdest du heute jungen Athleten mitgeben, die gerade mit der Leichtathletik beginnen oder schon ein gewisses Niveau erreicht haben? Ja, also mein größter Tipp, wenn ich das so sagen kann, oder was ich denke, was am wichtigsten ist, dass man einfach Spaß hat. Also wenn man jetzt der Meinung ist, dass man das Ganze macht, nur um irgendwelchen Zielen hinterher zu jagen und irgendwelche großen Erfolge zu feiern, ist es, glaube ich, schwer, sich über einen längeren Zeitpunkt dann motivieren zu können. Aber gerade in den jungen Jahren, da geht es ja eigentlich darum, dass man da in eine Gesellschaft kommt, mit der man sich identifizieren kann, Freunde dort findet, die man auch abseits des Sports um sich hat und ja, einfach Spaß hat, sich natürlich auch weiterentwickelt und sich auch in den frühen Jahren schon mal Gedanken darüber macht, welche Werte einem selber wichtig sind. Kleiner Tipp, Pünktlichkeit ist in der Leichtathletik sehr willkommen, vor allem von den Trainern und auch von den anderen Trainingskollegen. Du warst immer pünktlich? Ich war immer sehr, sehr pünktlich. Also das war mir extrem wichtig. Und ich habe das auch jeden spüren lassen, der zu spät kam, weil ich es überhaupt nicht eingesehen habe, dass alle warten müssen, nur weil einer von allen die Uhr nicht lesen kann. Aber gut, also ich denke, einfach Spaß haben und manche Dinge nicht zu ernst nehmen. Also auch wenn jetzt mal irgendwas nicht so ganz klappt, vor allem im Wettkampf, sei es, dass man zu nervös ist, oder irgendwie einen blöden Fehler gemacht hat. Das kann passieren, das muss auch mal passieren. Und irgendwo sind wir ja alle Menschen. Und das gehört dazu zum Leben. Nur aus Fehlern lernt man, wie mit allem anderen auch, nicht nur im Sport.
Und deswegen, man soll seine Erfahrungen machen und behutsam mit seinem Körper umgehen. Ja, vielen Dank, Hamge. Dann sind wir auch schon durch mit dem Interview und der allerersten Folge von Mein Athlet. Ich hoffe, es hat dir gefallen bei mir. Ja, ich fand's super. Und vor allem, was ihr gar nicht wisst, hier gab es richtig leckere Zimtschnecken, selbstgebacken. Oh ja, die waren richtig gut. Die gibt es für jeden, der bei mir ein Interview halten möchte. Jetzt hast du dir was eingebrockt. Ja, gut, ich muss sie nicht backen. Und das war's auch schon mit der ersten Folge von Mein Athlet. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach ein kurzes Feedback auf Twitter oder Instagram. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr die nächste Folge von Mein Athlet nicht verpasst, solltet ihr den Podcast ganz einfach abonnieren.